Ready B, aka MC ODI. Und du bist live mit dabei. Ich lasse meinen Abdruck, meine Lebenskultur in dieser Zeit mit der Tagesstruktur wie eine Dame mit einem Mehrwert, an dem sich mein Geburtstag jährt. Denn ich kenne meinen Mann, der stramm steht wie eine Eins, wenn es nötig wird. Habe ich meinen Champion trainiert. Auf den Tag macht es dann nur noch Klapp, Klatsche, Schlapp. Das hält die alle auf Trab, nur nicht zu knapp. Für diesen einen ball ich meine Faust hoch in den Kampf mit Champions, mit Loyalität. Durch den Krieg nur die schlimmsten Feinde besteht aus besseren Freunden. Wie sollte ein nur zu guter Mustermann dich beschützen können, wenn es mal bremsig wird um einen Menschen, den du kennst? Nur nichts aufbrennen, anbrennen lassen. Wir streben nach einem besseren Leben. So halten wir unsere Augen offen, aber auch schon nach Taffen zu boten. Die Raffen, das mit den Affen noch nicht längst alle nur gaffen, sondern wir sind es, die zwischen unten und oben die Distanz schaffen. Wir paffen mit der Kenntnis, dass wir jederzeit auf Probe gestellt werden können. Doch ich bewahre mir die Möglichkeit, mit der Menschenkenntnis auf eine Absage mit einem Willen aus Granit, weil ich aus der Menge rage und heutzutage die Möglichkeit habe, zu bewahren, was ich kann, mir vor Augen führen, dass ich an mir habe, grabe ich in hieroglyphischen Ruinen ein angedeutetes Rätsel, das unentdeckt, verdeckt durch die Dunkelziffern unserer Vorfahren, so darauf wartet, gelöst zu werden, bringe ich mit Papyrus in Zähne, Gewissen, noch bevor wir sterben. So entdecken wir die neu enthüllte Ewigkeit, die uns aus den Fesseln vom Tode befreit. Im Versuch, mehr zu sein als nur ein Staubkorn im Wind, bewache ich mit Achtsamkeit die Tränen einer Realität auf meiner Wange, die sagt, wer die Macht besitzt, um aus dem Trost von acht Monaten zu treten, muss gewillt sein, Neues zu entdecken. Da die Antwort kommt im Fluss der Lebenslinie, hast du immer wieder Aufzweigungen, die dir als Ausstieg aus deinem Schicksal dienen können. Ich sehe grauenhafte Bilder vom Himmel im Traum, die verblassen in meinem Moment echter Eingebung. Die Erleuchtung und Erlösung bringt mir die Nachtglocke aus dem Schlaf und ich wache auf in meinem Zimmer. Alles ist wie immer, der Weg ist beschritten, gelebt und wurde mit meinem Verstand eines Universalsoldaten. Die Faust hebe ich auf das ein Hoch, dass ich noch lebe. Ich habe es geschafft und zeige euch, wie ich es gebe. Ich gebe es wieder, was ich in meinen Liedern und Leben dazwischen kommt und mir zeigt im Spiegel. Ich sehe mich gerne an, denn ich liebe mich, weil ich mich lieben kann und mir treu geblieben bin, der ich heute bin.